Und damit herzlich willkommen in Monza, Italien, das Rennen mit den Straßenfahrzeugen Klasse Road C2. Hallo. Mit, mit Nick, Lumpi, Andi, Gerd und mir. Hi. Hallo. Hi. Oh wei, jawohl, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ich dachte total vermasselt. Der Fokus ist so viel schneller. Oh Scheiße. Egal. Wer kürzt denn da ab, der Lump? Zu dritt durch die Schikane. Ja. Mich hat's gerade voll bis hinten hindurch gereicht. Andi auch? Nein, ich bin Neunter. Fährt der Lumpi da gerade weg? Ja, nur durchdrehende Reifen. Bin nicht vom Fleck gekommen. Nick, ich hol auf. Lässt du mich vorbei? Nee. Ich hab wieder einen Audi vor. Ja, was soll das denn? Ja, ich nehm dich mit. Guck mal, jetzt haben wir, sind wir ein Lumpi vorbei. Boah, die KI jetzt schon wieder, ne? Nick, bleibst du rechts oder ziehst du links? Wow. Ich versuche innen zu bleiben. Ja, dann tu das auch. Ist da ja. Ja, ja, hab ich doch. Oh nein, jetzt hat's mich rausgetragen. Shit. Oh nein. Oh. Oh. Das, der Papa nimmt auf, ja. Dann werden wir auch hier das Feld von hinten aufrollen müssen. Scheiße. Lass mich vorbei, du scheiß Audi. Boah. Falls du mich meinst, nein! nee, so Andi, dich meint niemand. Quer über die ganze Fahrbahn. Richtig, Fahrbahn ganz hinten Sport. Kann man ja keinen überholen. Genau. War hier Kampflinie. Gegen wen? Gegen dich selber oder was? gegen die scheiß KI. Was für eine KI? Die KI hat dich doch schon dreimal überrundet. Oh, mein ganz brutal Kampflinie. Mein Sohn steht jetzt auch hier und guckt zu. Ja, dann. Ja. Oh, jetzt muss ich echt aufpassen, wie der Nick... Was? Wow! Alter! Was ist das denn? Was hast du gemacht? Da stand einer auf der Strecke einfach. Ja, geil, weißt du? Wow! Alter, so ein Scheiß. Das kann doch nicht sein. Was ist das für ein Kackspiel? Das geht ja gar nicht klar heute. Die ganze Zeit sind die Autos noch am Lecken und da steht einfach einer mitten auf der Strecke. Wow! Du bist bei mir auf einmal voll nach rechts gesprungen. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, da stand einer mitten auf der Strecke. Halleluja, ey. Ob ich diesen scheiß Mitsubishi da mal kriege? Ja, kacke, ey. Das ist doch hier voll von Arsch gerade. Ich hasse diese Fahrzeuge, wenn die quer über die ganze Fahrbahn huschen. Ja. Ja, oder die einfach auf der Startzielgeraden mitten auf der Fahrbahn stehen. Das hat so viel Zeit gekostet. Bei mir stand da keiner. Bei mir auch nicht. Jetzt bin ich voll aus dem Flow raus. Bei mir stand da einer. Blauer Audi. Ich hab noch gedacht, ich konzentriere mich jetzt auf Nick wegen dem Bremspunkt, dass ich Nick nicht reinfalle. Das ist doch Käse. Einmal flog der nach rechts, ey. Ist das ein Scheiß, Kampf, ey. Ganz Kampf. So ein Müll. Welcher Platz, Nick? Ja, Dritter, toll. Aber eigentlich wäre ich noch locker bei dir in der Nähe irgendwo. Ja. Jetzt muss ich gucken, dass mich der Vierte nicht krallt. Bleib weg. Zwischen Lumpi und mir gibt es jetzt eine Aufholjagd. Hm. Nächste Woche, da kannst du dann zugucken, Schatz, okay? Kannst du beim Training zugucken. Ja, mal gucken. Sag ich dir dann Bescheid. Ja. Ja, wir spielen auch nochmal Autofußball, dass du zugucken kannst. Ah, oh, der spawnt auch so blöd quer über die ganze Fahrbahn. Und ich quäl meinen Audi.
Bin ich froh, Alter, wenn ich an diesem Pulk hier vorbei bin. Der Lumpi nimmt die Schikanen so sauber. Na, da fährt mir der Lumpi weg, den kriege ich nicht. Great move, klar doch. Ich hab die Karre reingebremst. Lump war es nicht der Einzige, der rausgedrückt wurde. Ich hab gedacht, ich fahr dir mal nach. Ach komm, ey. Ah, verbremst! Julian, ich kann mich jetzt nicht auf dich konzentrieren. Ich muss mich jetzt gerade aufs Rennen konzentrieren. Ja, das ist gerade das richtige Rennen. Das nehmen wir auf. Ich komme an euch nicht mehr ran. Kannst du vergessen. Meinst du? Mando! Ja. Was ist bei Andi los? Das hat mich voll rausgebracht, diese Crash. Scheiß KI! Guck mal, Andi ärgert sich, weil er jetzt mal geschubst wird von der KI. Ja, so ein Scheiß hier. Ja. Boah, der Lumpi, der fährt mir davon. Julian, der fährt so, sehr sauber, ja. Ja, Julian, nicht so am Tisch wackeln. Das Mikrofon registriert das. Mann, ey! Das erkläre ich dir nachher. So, geh jetzt essen. Mama hat's Essen fast fertig. Welche Position ist denn Andi? Jetzt bin ich Siebter. Okay. Wieder. Dann hast du noch ein bisschen Schonfrist. Oh, Gerd ist Vierter, wa? Nein. Fünfter? Zwölfter. Was? Wie hast du das denn gemacht? Ich bin am Start durchs komplette Feld nach hinten durchgereicht worden. Mein Wagen kam nicht aus den Füßen. Boah, die fahren so aggressiv, ey. Ja, die fahren wie du. Oh, Lumpi, jetzt musste ich... Komm. Darf ich vorbei rechts? Komm, Junge, komm. So, wenn ich jetzt aber gleich einen Fehler mache, hat der Lump mich eh. Oh, der klebt mir... klebt er mir an der Stoßstange. Da musste ich jetzt über die Schikane fahren, ey. Ich komm mit dieser Scheißkiste. Nein, Lumpi! Schießen die sich gerade gegenseitig ab, oder was? Ja. Der Lumpi hat mir... Nee, er hat mich nur richtig böse im Nacken. Ja. Und dann hat der Lumpi mir einen Pferdekuss gegeben, ganz klein. Okay. Im Nacken ist gar kein Ausdruck. Hau ab! Stoßstange an Stoßstange, wa? Ja. Jetzt hab ich mich gedreht. Scheiße. Boah, Entschuldigung. Das war's. Ja, jetzt hat der Lumpi mich, weil ich mich verbremst hab. So, jetzt müsste der Gerd an mir vorbei sein. Ja, ist er. Ja, die Karre, die bricht so schnell aus. Oh, die Kurve nimmst du aber wirklich mit Mut, ne, Lumpi? Ja, die kannst du, mit Vollgas kannst du die nehmen. Ja, merke ich, habe ich gerade mal gemacht. Jetzt weiß ich auch, warum der so gut Zeiten gefahren ist. Ich krieg's nicht geschissen. Immer noch Dritter, Nick? Ja, es ist... Aber ich bin halt komplett... Ich bin halt komplett aus dem Flow raus. Das ist halt einfach nur ärgerlich, wegen diesem scheiß Bug da, dass ich da so weit hinten bin. Jetzt haben wir wenigstens mal eine Chance. Wo bist du, Gerd? Hättet ihr doch auch so, ihr fahrt ja weg. Ja, ich weiß, dass ich eine Sekunde... ist auf jeden Fall auch generell schneller. Erklärt er mir, du bist eine Sekunde hinter dem Führenden. Das habe ich auch gemerkt, wenn ich eine Sekunde hinter dem Führenden bin. Ja, also ich krepel hier auf Platz 3 rum. Da wird sich auch nichts mehr tun. Höchstens nach hinten. Nee, nach hinten passiert nichts. Also wenn ich hinter dir auftauche, Nick, würde ich mir Sorgen machen. Ja, ich mir auch. Das wird nicht passieren. Der Andi fährt heute Schlusslicht. Nein, 12. Ja, das wird sich noch ändern. Die KI wird schubsen. Ach, halt doch das Maul, ich push doch schon die ganze Zeit. Verdammt. So. Ich mach's dem. Was ist denn hier los? Lumpi, hast du mich an der Leine?
Mussten wir nicht alles nachmachen? Doch. Aber die Schikane hasse ich ja wie die Pest. Ich auch. Ey. Ich möchte dich für die Zuschauer ja im Blickwinkel behalten. Außerdem kann ich vielleicht hier auf Monster von dir noch was lernen. Kannst du. Komm, Lumpi, wir machen mal ein Päuschen. Hinter uns ist keiner. Nicht, dass das in die Hose geht. Diese Kiste ist so kacke langsam einfach. Ich hätte dort beim Fokus bleiben sollen. Hab doch ein Audi im Angebot. Oh, Alter! Hier noch nicht mal den Gerd. Gerd sehe ich auch noch nicht. Naja, ist doch gut so. Nee, ist nicht gut so. Ich fahr jetzt Polster raus. Andi, bleib schön da, wo du bist, hinten. Und pass auf, dass da keiner irgendwie Mist baut. Nein, genau. Ich kämpfe mich schon wieder langsam ran. Langsam. Mir tut sich hier gar nichts. Fahrt jede Runde 1-2 Sekunden weg da vorne. Ja, aber wir, Lumpi und ich, machen hier gerade Späßchen. Wir machen Fahrfehler ohne Ende. Ja, trotzdem, meine Kiste ist so übelst langsam einfach. Die kommt nicht aus dem Tritt. Komm, fahr vorbei, weil das war jetzt mega abgekürzt. Weil ich echt überhaupt nicht ans Bremsen gedacht habe. Sowas aber auch. Ja, ich bin ja nicht Andi, der mega abkürzt und dann vorne wegfährt, weißt du? Gar nicht! Nein, gar nicht! Überhaupt nicht! Gar nicht! Nee, da ist dann schon Fairplay. Das ist ärgerlich, ey, das ist so ärgerlich. Jawohl! Das verpackte Kackspiel. Mein Gott. Nick, Dritter ist auch okay. Ja, aber das ärgert mich trotzdem. Ich könnte noch locker da vorne mitfahren, wenn dieser Audi da nicht gestanden hätte. Ja, die Probleme haben wir auch alle irgendwann mal. Ich habe 3 vor mir gehabt, die so geleckt haben, die über die ganze Fahrbahn gesprungen sind. Nee, der stand mitten auf der Start-Zielgeraden in der zweiten Runde. Stehende habe ich aber auch schon mal gehabt. Habt ihr eigentlich alle Ideallinie eingeblendet? Ja. Ja. Ich auch. Boah, weißt du, da bist du schon eher gleich auf, was die Zeiten angeht mit anderen. Und dann fährst du ja trotzdem nur so ein langweiliges Rennen, weil nach vorne und hinten konstant fast denselben Abstand hast. Kannst ja mal bremsen. Nee, ihr könnt mal bremsen. Mich dürftest du aber langsam holen, weil ich gewinne Abstand auf Lumpi. Kein Stück. 10 Sekunden Abstand konstant. Du machst jede Runde Zeit gut. Weil meine Kiste so übertrieben langsam ist einfach. Meine Frau klappert gerade an der Küchentür mit Geschirr, um mir mitzuteilen, es gibt Essen. Also, dass ich Bescheid weiß, dass ich nachher was essen kann, wenn ich fertig bin. Ja, dann fahr mal rechts ran. Dann geh mal essen. Ja, echt mal. Ja, mein Essen ist auch schon fertig. Ja, Andi, geh essen bis eh hinten. Ich glaube, die hinter mir, die fangen auch noch an, mich zu holen irgendwann. Meinst du? Ja. Dafür sind zu wenig Runden. Ich komme überhaupt nicht aus dem Quark mit der Kiste. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass wir ja mechanische Fehler jetzt anhaben und ich hier mit 200 hinten reingeballert bin. Das könnte sein, ja. Aber hier geht nichts mehr. Meine Reifen vorne sind ziemlich im Arsch. Lumpi, wie sieht's eigentlich bei deinen Reifen aus? Ja, nicht besser. Weil da könnte Nick. Oh! Ich bin fast auf dem Kopf gelandet! Ja, Nick, du könntest was gut machen. Ich mache hier garantiert nichts mehr gut. Ja, also wir schwimmen nur noch um die Kurve, weil die Reifen vorne total im Arsch. Was habt ihr mit euren Reifen? Boah, jetzt wird das Rennen schwer. Jetzt steht neben mir mein Essen. Fahrfehler. Fahr schneller. Einfach dumme Fahrfehler. Muss aber noch sehr viel passieren, damit ich euch einhole. Ah, du dumme Nuss, du Mano!
Weil. Vor allem, weil, wenn ich sehe, wie viel du alleine auf der Geraden rausholst. Weil Lumpi und ich haben gedacht, ach ja, komm, hier können wir ein bisschen über die Curbs, haben aber nicht darüber nachgedacht, dass der Curb uns die Reifen zerschießt. Mhm. Ne, Lumpi? Mhm. Ich zerschieß gerade die scheiß KI, ey. Mann! Boah. Komm, ich will mindestens Elfter werden, ey. Da habe ich wenigstens keinen Platz verloren. Gibt's nicht. Doch. Den hole ich mir wieder. Oh, die habe ich sauber genommen. Geil. Hier ist sauber raus müssen. Komm. Nee, also Lumpi ist weg, den kriege ich nicht mehr. Mario ist weg, den kriege ich nicht mehr. Das würde ich nicht sagen. Ich schon. Dann bist du halt Madrider, mein Gott. Ist ja nur aber ein das Spiel. Ist ärgerlich. Ich ja. könnte noch weiter vorne sein, wenn dieser scheiß Bug da nicht wäre. Nützt aber nichts. Hätte jedem von uns auch passieren können. Trotzdem ist das ärgerlich. Musst du mit Humor nehmen. Wow. Oh, nee. Alter, nein. Oh. Ja, Lumpi, jetzt hier die kurzen Anbremser in den Kurven, die kosten uns jetzt. So, Elfter? Ich muss hier überall anbremsen. Ja, müssen wir auch, aber uns trägt es raus, weil vorne ist. Mein linker Reifen ist schon im unteren Drittel. Mhm, kommt mir bekannt vor. Hinten ist alles okay, nur vorne ist völlig im Arsch. Er bremst, pack. Und Zwölfter, wa? Nein. Immer noch Elfter. Oh, also ich habe im Vergleich zu meiner Startposition plus minus null. Bist du wieder Fünfter? Ja. Oh, scheiße. Ich auch. Momentan Elf. Ich wollte gerade sagen, wie du bist auch Fünfter, Oh, da kommt dir. Nick, da kommt Nick! Wie, ich komm da? Hä? Wir sind 6,5 Sekunden auseinander. Ja, du siehst mich aber jetzt über Startziel. Ja, toll. In der nächsten Runde fährst du wieder 2 Sekunden raus, weil deine Karre viel schneller ist. So viel schneller ist die nicht. Ja, merke ich. Wow. Jetzt merke ich auch meinen Bremsenverschleiß. Ja, ich auch. Den merke ich auch bei mir. Dadurch, dass die Reifen jetzt auch so kaputt sind, ja, okay. Bricht die Karre direkt aus. Ich hole dich raus. Nicht mehr, Mario. Das war's. Ist weggeworfen. Boah. Ach, Mann. Alter, muss ich früh einbremsen, um noch eine Kurve zu nehmen. Ich hab das ja, Problem, das bringt mir aber nichts. Du bist auf den Geraden einfach viel schneller unterwegs. Ich habe das Problem, dass ich dann ausbreche. Mhm. Also um die einen Kurven drifte ich nur noch rum. Mhm. Ja, das ist vollkommen egal. Das ändert nichts an der Position. Da musste ich jetzt mal über die Schikane. Ich kann die Bremse kaum noch einschätzen. Weiter geht's, komm, drücken! Du machst halt allein auf den Geraden schon eine Sekunde gut. Da kann ich in den Kurven noch so aufholen. Da vorne ist Gerd! Hä? Hä? Ich hab jede Menge Luft. Ich hab den Fünften gesehen. Bin nicht mehr Fünfter. Nicht? Schade. Gerd ist Vierter. Mano! Aber der Versuch war gut. Was haben die eigentlich gemacht da hinten?
Weil der vierte war bis vor ein paar Runden noch 4 Sekunden hinter mir. Der ist an die Box gefahren. Ah, Trottel. War wahrscheinlich der, den du mit 200 Sachen abgeschossen hast. Nee, da stand eine 24 drüber, soweit ich weiß. Okay. Und vor allem wurde der bei euch ja erst gar nicht angezeigt anscheinend. Naja, also es bleibt bei der 3, definitiv. Ja, du bist 20 Sekunden vor mir. Boah, ja, und 10 hinter Mayo und Mayo fährt weg. Ja, ich war mal 6,5 hinter dem, wir sind jetzt 2 Runden gefahren, aber sind es wieder 10, also... Ja, das Auto liegt mir aber auch tatsächlich, muss ich sagen. Und es... Der Renault fährt sich auch nicht schlecht, aber der ist einfach generell, wenn ich mal auf den Geraden die Zeiten beobachte, wie die nach oben schießen, der ist viel langsamer. Wow! Scheiße. Und es sind nur noch 4 Runden. Eben. Also ich hol da nichts mehr. Pushen, das ist immer noch ärgerlich, das wegen dem Scheiß. Was mich ärgert, ist, dass ich den Start komplett verpasst habe. Ne, mich ärgert dieser Bug, weil dafür konnte ich nicht mal was. Da steht einfach einer mitten auf der Geraden und du rechnest nicht damit. Ja, stimmt. Ja, du bist auf einmal sowas von nach rechts gerissen. Ja, das war, weil ich dem Typen mit 200 hinten reingeknallt bin. Der da bei dir ja nicht mal stand. Naja. Das ist ärgerlich. Hätte ich jetzt einfach nur, weiß nicht, mich dreimal gedreht oder übertrieben den Start verkackt. Oh, Alter. Oh. Ich krieg dich. Wie kürzt du eigentlich ab, Mario? Bitte? Wie kürzt du eigentlich ab? Wie kürze ich ab? Ja, ich glaube, die 6 Sekunden in der einen Runde kommen nicht von ungefähr. Ich kürze nicht ab. Ich bremse sehr spät und zieh dann rein. Er ist eine Zeit lang hinter mir hergefahren, hat sich das angeguckt. Ja. Du kannst mir nicht erzählen, dass du ohne einmal irgendwo zu cutten 6 Sekunden rausholst. Ich habe jetzt, in der Runde habe ich einmal gecuttet hinten. In dieser Schikane. Oh, wer ruft denn da an? Nee, das geht jetzt aber gar nicht. Doch, fahr mal rechts ran. Nee. Ich geh einfach, ich lass es vibrieren. Das ist meine Mama. Dich krieg ich auch noch. Komm her, du Sau. Oder jag mich im irgendwo... Audi, in Mitsubishi. Hä, wie komme ich denn auf eine 2.18er Zeit? Na, jetzt habe ich das Handy in die Hand genommen, verdammt. Ich wollte gerade sagen, hast du dich irgendwo kräftig verbremst? Weil ich bin auf 14 Sekunden ran. Ich weiß es nicht, was los ist. Ich habe keinen Tank mehr gleich. Ich auch nicht. Dann müssen wir alle an die Box ran. Falsch, ich habe noch 25 Liter. Ich habe noch 4. Ah, guck mal, jetzt, da freut er sich. Ich habe noch 3,2. Janik, Glückwunsch zum ersten Mal. Ja. Hey, warum? Warum hast du so viel Sprit noch drin? Ja. Ich habe nur noch 2,5 Liter. Lumpi, wie viel hast du noch? 3. Ja, dann können wir an die Box, können wir nichts machen. Ja, Glückwunsch zum ersten, Andi. Nick meinst du? Haben wir jetzt alle Andi, Namen durch, Andi, ja, hat so viel Abstand, Andi kommt nie ran. Ja. Na, Nick wird erster. Ja. Andi hat keine Bremsen. Ja, Schatz, so, geh ran und sag, ich ruf sie zurück. Warum, die hat schon auf dem Handy so wenig versucht. Sprit? Was keine ist das Ahnung. Denn? Keine Ahnung. Wann kommst du nach Ziel? Oder frisst euer Fokus einfach doppelt so viel? Nee. Wir fahren mehr Vollgas. Ja, was aber hallo, von 2 auf 25 Liter, so viel Vollgas können wir ja gar nicht fahren. Bist du reingefahren, Lumpi? Ja. Ja, ich fahr auch rein. Ich hoffe, dass ich die Boxengasse jetzt nicht verpasse. Du musst einfach hinter der letzten Kurve dich ganz rechts halten. Ja, ja, ich weiß. Ey, 2 Runden vor Schluss, ey. 2,2 Liter. Ja, aber das ist seltsam. Das kostet natürlich Plätze. Das kostet nicht nur Plätze. Das ist echt seltsam, dass ihr da Spritprobleme bekommt. Ja, aber ihr kommt noch von mir raus. Nee, Erster. Ja, Lumpi ist auf jeden Fall Erster.
Oh, jetzt mach dir doch nicht so voll! Das hättest du einstellen können. Ja, 19,6 Liter. Ja, schön. Ach, das ist doch scheiße. So, und da ist Gerd, der in die Box kommt. Jetzt mach doch! Nee, Nick ist weg. Nix zu machen. Komm. Das ist auch aber irgendwie seltsam, weißt du? Der Focus RS ist ein bisschen schneller und... Vierter. Aber du kannst nach ein paar Runden in die Box fahren. So, die KI... Hat bei mir nicht getankt. Die KI hole ich mir jetzt, ich kürze ab. So. Und tschüss. Wie, du kürzt ab? Da habe ich abgekürzt. So. Das bin ich, ne, Mario? Echt? Die KI? Ja. Ja. Das ist nicht wahr. Ja gut, dann weißt du... Ja, dann weißt du mal, wie es ist. Ja, ich habe keine Namen eingeschaltet. Ja? Ja, weißt du mal, wie es ist. Der hat bei mir nicht getankt. Außerdem musstest du nicht tanken, Andi. Bei Gerd haben sie nicht getankt. Nein. Oh, nein, bei mir haben sie nicht getankt. Auch Hilfe. Ah. Hab noch einen Liter. Ich hab keine Bremsen. Och, Andi, Gerd. Nein. Ach, das ist doch aber echt... Komm. Also das ist Quatsch. Dass ihr da nachtanken müsst und ich habe noch mehr als genug Sprit, um mich alle versorgen zu können. Ja, Andi auch. Ja, ich habe noch 23 Liter an Bord. Ja, ich habe noch 22,3 Liter. Das ist ja absoluter Quatsch. Ich kann gucken, dass ich mit 0,7 Liter jetzt mit Halbgas ins Ziel komme. 6. Oh, das bricht dir schon wieder aus. Ja, aber das ist komisch. 0,5. Da kommt der Fokus wieder. Ja, aber das ist... Mich hätte mal interessiert, mit wie viel Liter ihr gestartet seid. Müssen wir 30 vielleicht, wa? Weil ich meine, ich hatte 60 am Start. Ja. Nee, ich hatte weniger. Ich glaube, ich hatte 45 oder 50. Der überholt mich, jetzt bin ich Achter. So, letzte Runde. Mit abgefransten Bremsen. Ja. 0,1. Nein! Rollen lassen. Oh, Andi. Nicht Gas geben. Da hast du mich schön in der Kurve ausgebremst. Ja. Herr H. Herr O. Herr O. Ja gut, ich hab jetzt aber auch frische Reifen. Ich rolle. Ich schaff's nicht mehr. Ich hab neue Tank. Meine Reifen müssen jetzt... Ja, ich hab noch neue Reifen gekriegt. Durchhalten. Ja, das war wahrscheinlich das Problem, weshalb ich vor dir bin. Alter. Ich hab keine Bremsen mehr. Weil Lumpi hat zum Tanken nicht so lange gebraucht. Der hat 10 Sekunden noch. Ja, Lumpi hat keine Reifen aufgezogen. Ich hab vergessen, das einzustellen, dass er die Reifen nicht wechselt. Ich roll noch. Ich stehe so gefühlte 50 Meter vor der Boxeneinfahrt. Ja. Ich hoffe, dass es hier noch lange genug bergab geht. Aber das ist ja mal echt kacke. Tja, Nick, damit genießt du den Vorteil eines anderen Bugs wahrscheinlich. Ja, das kann allerdings sehr gut sein. Wobei das jetzt halt auch für Gerd absolut Mist ist. Ich roll noch. Im Endeffekt ist es für alle jetzt, für alle drei Kacke, außer für dich und Andi. Keep pushing, also, das ist da vorne ein Fokus. Ich konnte nicht schieben, tut mir leid. Ich hätte ja einen Schubser gegeben, aber... Rennen beendet. Ja! Ja. Start verkackt, Boxenstopp verkackt, Ende. Oh, ich sehe da einen Gerd vor der Boxengasse. Hallo Gerd! Hallo Gerd! Und der Andi kriegt mich nicht mehr. Das war ja wohl mal ein absolutes Fail-Rennen. Oh, ich fand das ganz interessant. Hey, Vierter, ich werd bekloppt.
Da ist die weiße Linie von der Boxengasse. Du rollst immer noch. Ich rolle immer noch. Er rollt noch. Ja, er rollt noch. Er rollt noch. Er rollt noch. Obwohl es optisch gesehen bergauf geht. Tja. Schön, schwarz, rot und goldene Felgen. Passt doch. Aber ich muss sagen, der Sound vom Audi ist satt. Der vom Focus auch. Ja, aber der A1 ist doch wesentlich kleiner als der Focus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der gleichen Leistungsklasse sein soll. Also naja, das passt auch eigentlich nicht. Das sind ja Rennfahrzeuge. Die sind ja renntauglich geputscht, ne? Ja, aber der A1 ist gefühlt, also mindestens 80 Zentimeter kürzer. Er ist glaube ich, in der Klasse drin, wo auch der Focus fährt. Also ja. Jetzt in der Klasse drin, wo du deine Autos kaufst, sozusagen. Ja. In der Kleinwagenklasse. Ja. Danach geht's ja. Und der Andi war ganz schön flott unterwegs. Also hätte ich keine frischen Reifen gehabt und hätte Andi in der Schikane eben nicht gezogen, dann wäre der auch vor mir gewesen. Der stand auf Nachtanken 1 Liter. Ja, wow. Wow. Respekt. Ja, dann würde ich sagen, das war Straßenrennen, ne? Ja, und das ist absolut unglücklich verlaufen. Ja. Ja. In diesem Sinne, wir freuen uns über eure Unterstützung in Form von einem Abo, einem Kommentar, einem Like. Ihr dürft euch auch gerne mal eine Wagenklasse wünschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Project Cars am Rennwochenende. Bis dahin, tschüss! Tschüss!